Laut Medienberichten steht der englische Spitzenklub FC Chelsea kurz vor einem Trainerwechsel. Der Italiener Maurizio Sarri soll den aktuellen Coach Antonio Conte ersetzen. Für die Rochade müssen die Blues wohl tief in die Tasche greifen. In Contes Vertrag soll eine Klausel verankert sein, die dem 48-Jährigen eine Auszahlung in Höhe von etwa 10 Millionen Euro garantiert. Hinzu kommt die Ablösesumme für Sarri. Beim seinem Ex-Club SSC Neapel steht Carlo Ancelotti schon länger als Trainer für die kommende Saison fest. Sarri ist allerdings noch bis 2020 vertraglich an Napoli gebunden. Der italienische Club fordert angeblich 9 Millionen Euro für seinen Ex-Coach. Insgesamt müsste Chelsea also 19 Millionen Euro in den Trainerwechsel investieren. Contes Verhältnis zur Chelsea-Führung gilt aber als zerrüttet, der Italiener hatte zwar am Montag noch den Trainingsauftakt bei den Blues geleitet, soll aber keine Zukunft an der Stamford Bridge haben. Der 48-Jährige ist noch bis 2019 an den Champions-League-Sieger von 2012 gebunden, den er 2017 zur englischen Meisterschaft geführt hatte. In der vergangenen Spielzeit hatte Conte mit Chelsea als Fünfter der Premier League die Königsklasse verpasst. Sarri war bis zum Sommer 3 Jahre lang Trainer des SSC Neapel, mit dem er in der letzten Saison italienischer Vizemeister wurde. Schon länger soll Chelsea mit Neapels Präsident Aurelio De Laurentiis über eine Ablöse für Sarri verhandelt haben. Die SSC Neapel hatte Ende Mai den früheren Bayern-Trainer Ancelotti verpflichtet und damit den Weg für Sarri nach London freigemacht. Zuletzt erklärte De Laurentiis auf einer Pressekonferenz zur Vorstellung Ancelottis, Sarri sei kurz davor, der neue Chelsea-Trainer zu werden. Meine Anwälte klären gerade die letzten Details mit seinen Anwälten.